Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. So, hier haben wir jetzt 13 Leute. Die sind auch voll toll unterwegs, haben Anführer, das ist gut. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier mal irgendwie größer werden. Und dafür hatten wir schon mal ein Dingens geguckt. Wie heißt das hier? Oh, da können wir was einsetzen. Ist es fertig? Tatsächlich. Wissenschaftliche Experimente. So, und dann sind wir, glaube ich, auch auf Stufe 14. Und damit kann man jetzt eine Plantage bauen. Super. Damit können wir hier auch ein neues freies Feld, glaube ich, machen. Ja, da oder da. Dieses geht nicht. So, jetzt was zählt da? Bedeutender Mann ist in unseren Reihen gestorben. Naja, der wohl nicht. Der auch nicht. Gut. So, dann nochmal hier hin. Dahin. So, jetzt müssen wir uns genaue Gedanken darüber machen, was wir da tun wollen. Wir machen mal eine Pause rein. Also wir wollen einen Kolonisten haben. Den gibt es hier. Erlaubt es uns, mehr Kolonisten in unerforschtes Gebiet zu entsenden. Suche nach der neuen Welt. Ja, die sind wir selber. Forschungsgebiet in Übersee. Land der Möglichkeiten. Kolonialreichweite plus 50%. Wachstum. Globale Tarife. Hier gibt es noch einen Kolonisten. Und da Schiffslimit. So, dann haben wir nochmal hier auch noch expansionistische Ideen. Plus einen Kolonisten. Da gibt es einen Händler zu. Da gibt es Kolonialwachstum plus 10. Regiment Rekrutierungsgeschwindigkeit minus 10. Thematischer Unterhalt plus 1. Schiffsbaugeschwindigkeit, ja, das ist jetzt nicht so das, was wir brauchen. Ja. Dann sehe ich hier nirgendwo so ein. Ja. Wirtschaftsideen haben wir, das ist alles. Wir wollen einfach unser Land erweitern und das wäre eigentlich nur noch hier sozusagen dann machbar, oder? Überlegene Nachschubsysteme. Ja, komm, wir machen das ganz einfach, ne? Zap. Da können wir gleich schon den Kolonisten kriegen, oder wie sehe ich das? So, da oben ist 0 und da oben ist jetzt 1. Ja, das wissen wir, dass wir die freigestellt haben. Gut, Kolonist haben wir auch gekriegt. Wunderbar. So, damit können wir jetzt weitermachen. Die können wir da hinschicken und da können wir dann auch gleichzeitig den Kolonisten reinsetzen. Okay. So, wie man gerade sieht, ist jetzt hier allerdings dieses schon alles von den 13 Ländern da beschlagnahmt. Verlieren 2 Prestige, verlieren 50 Dukaten, erhalten 2 Bürger. Ach so, okay. Grundsteuer. Wir nehmen das. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Geld, aber das ist jetzt erstmal egal. Monopolfirma gegründet. Da kriegen wir ganz viel Geld. Wir halten 50 diplomatische Macht. Handelseffizient. Nehmen wir das. Das ist jetzt nicht wichtig. Ja, hier müssen wir jetzt gucken, dass das weitergeht, ne? Dass wir das hier kriegen. Ja, zwischendurch müssen wir mal immer ein Auge hier drauf haben, ob die kein Bündnis mit Frankreich haben, weil wenn die das nicht mehr haben sollten, dann hätten wir die Chancen, hier mal ans Wasser zu kommen, ne? So. Strafkolonie, lass mal gerade Pause machen. Strafkolonie, lokale Kolonialwachstum plus 10, lokale Unruhen plus 3. Und das andere wäre, verliert 10 administrative Macht. Nee, ich traue denen nicht, die bleiben mal da. Weiter geht's. So, das müssen wir hinkriegen. Tja.
Und dann müsste man gucken, aber ich glaube, das geht nicht, weil das nicht direkt neben uns ist. Wir müssten eigentlich einen starken Verbündeten hier kriegen mit den Huronen oder sowas, ne? Welcher bedeutende Mann ist das? Keiner von uns. Gut. Kriegen wir das mit denen? Oh, 192 miese, ne? Und mit denen, wie sieht's denn da aus? Da sind nur 65 miese. Machen wir Pause wieder gerade. Jährliches Prestige plus 1 und hier verlieren 5 Prestige. Nö, dann würde ich das ja machen, ne? Verlieren 10 administrative Macht, das wäre egal. Und die 10 Dukaten sind es auch wert, oder? Ja, Prestige ist gerade mal wieder rot, ne? Aktuell bei 2,1 plus 1,3 mehr. Okay, das wird dann wieder mehr. Wie sieht's aus? Na, das wird noch ewig dauern. Ja, was ist hier? Ne, da bin ich verkehrt. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte dahin gucken. 13 von 13 haben wir. Das kann also nicht besser werden. Gucken wir nochmal durch. Ja, da haben wir den einen. Beine sind Huron und ist auch unser Rivale. Darlehen haben wir wohl keins. Inflation wollen wir gerade nicht senken. Bilanz ist natürlich schlecht. Das liegt aber auch daran, dass wir hier noch nicht... Das kostet uns was, ne? Das ist klar. Okay, ach, da waren wir schon. Freie Beraterplätze, kommen wir alle abgespeichert. Ne, Handel waren wir auch noch nicht. Händler sind alle unterwegs, ne? Ja. Und Diplomaten noch nicht. Ja, dann lass uns doch mal die Diplomaten irgendwo hinschicken, oder? Beziehungen verbessern. Mit den 13 Kronen. Unser General ist gestorben. Die Krone hat auch irgendwelche Sachen da, also die Kirche. Na, hier geht's jetzt aber voll auf Knall. Ah, Pelze gibt's da. Legitimität oder Stabilität? Legitimität ist schon 10 nur, das ist schon schlecht. Dann lass uns lieber die Stabilität verlieren. Die können wir uns hier irgendwo zurückkaufen, ne? Ja, jetzt gerade nicht, aber bald. das war eben die Kirche. Ach so, hier wollten wir einen neuen General haben. Und, naja, der Beste ist es nicht, ne? Blitzkrieg oder macht er Nahkampf 3. Das andere hier, Fernkampf 2. Der Bringer ist das nicht. Der andere war, glaube ich, besser. Dann kommt der da auch hin. Und können wir erstmal laufen lassen. Hier machen wir jetzt Diplomatie schon, ne, oder? Ja, das machen wir schon da. Interne Konflikte. Dahinter ist ein neues Fenster aufgegangen. Jetzt haben wir Kredit aufnehmen müssen, okay. Florida, Diplomatie, Beziehungen verbessern, senden wir. Wen haben wir noch? Ist hier Kanada, ne? Französisch-Kanada ist das, ne? Diplomatie, Beziehungen verbessern. So, alle drei sind unterwegs. Das sollte eigentlich relativ gut für uns sein. Hier ist es bei 30%. Sollte auch funktionieren. Das sieht auch schön aus hier mit einem Taler da. Da oben ist wieder was Neues. Okay, Karabiner. Ja. Und dadurch ist jetzt das andere nicht mehr möglich, oder wie sehe ich das? Das ist schade. Was haben wir hier? Aggressiver geworden.
Okay, das ist durch den Karabiner gekommen. Stufe 18 ist dann das nächste. Das ist schön, dass wir 100 Bevölkerung zukriegen. 14 von 18 haben wir da. Ne, da war ich gar nicht. Ah, okay, das kommt aber sofort dann doch noch dazu. Dann geht das, ne? Sollte sofort gehen. Fregatte, schwedische Infanterie. Okay, da müssen wir auch hin. Das würde vielleicht besser für uns dann sein, ne? So, und jetzt haben wir Suche nach der neuen Welt. Ja, müssen wir machen, ne? So. Erlaubt Rekrutierung von, ne, diesen Typen da. Ja, den hier. Der Forschung weiter Landstriche, die ihr vielleicht zu eurem Reich anführen könntet, ja. Und der andere ist das hier, ne, glaub, oder? Ja. Die sagen gerade wahrscheinlich, dass wir hier was Besseres kriegen können, ne? Machen wir gerade Pause. Was haben wir nun mal? Das ist ja jetzt falsch. Indianische Akebusia. Das sind doch noch die gleichen, oder? Das war Moral. Die haben die bessere Moral. Das bleibt also dabei. Aber hier, die nordamerikanischen Husaren, die können wir, glaube ich, aufwerten, oder? Nee, auch nicht. Dann sind es 32 Finder. Ja, Lederkanone. Okay, dann war es die. Hier unten können wir jetzt Admiral, können wir alles holen. Normalerweise, ja. Ja, das bräuchte man, um die neue Welt, also die alte Welt vielleicht zu entdecken, ne? Das wäre dann möglich. Dafür braucht man aber Wasserzugang. Ungarn haben wir Kriegsgrund gegen, ne? Ist etwas weit weg. Da ist einer gestorben, das ist aber nicht unser. Also schon einer von uns wahrscheinlich, aber nicht hier der hier. Gut. Da sind wir kräftig am Rackern. Das müsste ja auch bald besser werden. Inflation machen wir noch nichts. Die sind alle unterwegs. Da dauert es noch, bis die Militärverwaltung als nächstes ist oder die schwedische Infanterie. Hier dauert es auch. Ja. Unser Prestige verbessern, das haben wir schon tausendmal vorgehabt, aber irgendwie kriegen wir die 50 nicht hin, ne? Jetzt ist es bei 1, oder? Ja. Steigern. Gut, zweimal. Gut, können wir auch machen, machen wir auch. Stabilität besser. Das ist die Kirche. Ja, und das ist der. Gut, dann sind wir da schon weiter. So, irgendwann muss das hier mal fertig sein. Das dauert aber nicht mehr lange. Wir haben 687 und 1000 sind nötig. Ah, verlege Legitimität. Nö, dann machen wir das obere. Oh, wir machen da was. Oder die machen was bei uns, ne? So ist es. Aber wir haben jetzt kein... Oh. Die Huronen haben uns den Krieg erklärt. Das ist nicht gut. Machen wir Pause. Nationalismus. Manchu, das ist auch nicht so wichtig. Diplomat abberufen. Das waren die hier jetzt, ne? Den können wir aber nichts machen, ne? Die wollen das auch nicht. Geht auch nichts. Na.
Dann halt nicht, ne? Gut, die Huronen stehen mit 10 Leuten da vor der Tür. Wir haben kein Geld. Wir sind immer noch hier mit dem Land beschäftigt. Ja, da können wir nur abwarten, was passiert, ne? Und hoffen, dass wir in der Verteidigungshaltung die besseren Chancen haben wie in der Angriffshaltung. Sicherlich wäre es am besten, wenn das hier auf jeden Fall unsers wird, ne? Da kommen sie jetzt. Ja. 9 zu 11, 8 zu 10. Und da kommt noch einer nach. Das verlieren wir. Oder? 5 zu 8? Nein, wir haben es gewonnen. Gut, halt mal gerade an. Dann lass uns überlegen, was wir dann machen. Hier können wir irgendwas machen. Da den Tilgen, ne, das können wir nicht. Boah, 6 Miese haben wir hier. Ja, da müssen wir erst wieder aufstocken. Ne, wir bleiben da erstmal so stehen, bis wir diese Provinz hier Senka fertig haben. Das ist wichtiger, das muss jetzt erst gehalten werden. Haben wir denn hier einen Anspruch drauf fingiert schon? Geheimdienst. Anspruch fingieren können wir nicht, dann haben wir es wohl. Dann lass das mal weiterlaufen. Mach aber mal ein bisschen langsamer. So, die laufen erstmal weg, ne? Okay. Ne, dann machen wir erstmal nichts. Wir können höchstens einen Frieden verhandeln, ne? Den behalten wir dann mal bei. Ein weißer Frieden würde schon mal nicht gehen, ne? Nee, dann ist das auch jetzt nicht wichtig. Lass das mal laufen. So, wir haben 11 Truppen. Wenn wir Geld hätten, dann würde ich ja sagen, wir können auch Söldner anwerben. Aber das ist momentan nicht machbar, weil wir hier noch die neuen Siedler unterhalten müssen. Cherokee, Huron und Suquek, Wanokutish oder so ähnlich. Französisch-Kanada. Halten wir da. Guck mal, jetzt kommen die schon wieder mit 10 Leuten an und wir haben diesmal nur 12. Warte mal. Ne, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir wollen hoffen, dass wir es wieder gewinnen. Aber diesmal sind die stärker. Das kann nicht sein, oder? Das verlieren wir diesmal. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Warum? Das ist nicht wahr. Jetzt müssen wir hier unseren Stopp machen. Den rufe ich zurück, das hat anders keinen Sinn. Weil sonst habe ich den gleich verloren wahrscheinlich. Wir wissen schon, dass wir Verlust erlitten haben. Wir sind auch im Krieg, das weiß ich auch. So, wir heben noch ein paar Söldner aus. Kriegen wir ein paar. Die sind nur 9. Wir müssen ein paar Söldner haben. Und das wird jetzt mit dem Geld schwer, ne? Ja. Ziehen wir darüber. Nee, jetzt greifen die an. Ja, das verlieren wir wieder. Ja. Makaber. Richtig makaber das Ganze, oder?
Die laufen da nicht hin. Die sind so fertig. Schade, ne? Söldner ausheben, was anderes bleibt uns gerade nicht über. So. Jetzt haben wir schon 10, wir müssen das Land befreien. Sollten wir hinkriegen, oder? Jetzt haben wir 11. Okay. Und okay. Jetzt kommen die wieder zurück. So, jetzt machen wir mal gerade Pause, bevor die uns angreifen. Was wollen sie denn an Frieden handeln? Mit den folgenden... Nee, ablehnen. Können wir nicht. Geben wir nicht unsere Ländereien hier auf. So. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir da gegen die gewinnen. Aber ich habe auch nicht die Vermutung, dass es klappt, ne? 7... 9, 6. Doch, ich glaube, wir schlagen sie diesmal in die Flucht. So, warte mal, Pause. 15. diplomatische Macht. Wir sind halt abwesender Kaufmann. Na, dann machen wir die diplomatische Macht weg. Aber das hier, das war ganz wichtig gerade. Dass wir denen den Hintern versohlt haben. Am besten wäre es jetzt noch hinterher zu ziehen. Also endgültig ausradieren. Die sind so schnell. Gleich hinterher. Die müssen wir komplett aufreiben. Anders haben wir keine Chance. Auf jeden Fall ablehnen. Guck mal, da sind schon wieder 3. Gut. So, aber bevor wir hier weitermachen, müssen wir jetzt hier speichern. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.